Es ist jetzt eine Minute nach halb. Ihr hört Nightlife und jetzt starten wir mit unserem Special über Passion Fruit und Melanie Thornton. Nightlife Spezial. And you're listening to Nightlife with Nicole and Stefan on Aachen 101. Das sind Passion Fruit mit ihrem letzten großen Sommerhit Bongo Man. Ihr hört Nightlife auf 800,1, die Hitgarantie mit einem Spezial über Melanie Thornton und Passion Fruit. Der Flugzeugabsturz bei Zürich vom vergangenen Wochenende hat es in aller Deutlichkeit vorgeführt. Vor tragischen Flugzeugabstürzen mit Todesfolge ist kaum jemand wirklich sicher, auch wenn das Risiko eines Unglücks statistisch gesehen relativ gering ist. Dennoch ist der Schrecken und die Anteilnahme bei Flugzeugunglücken groß. Wie Steine fallen scheinbar sichere Menschen vom Himmel und reißen dabei oft mehrere hundert Passagiere in den Tod. Oft befinden sich auch zahlreiche Prominente an Bord, was besonders große Anteilnahme in der Öffentlichkeit erregt. Ob Politiker, Sportler oder Popstars, der Tod von Sängerin Melanie Thornton und Teilen der Popgruppe Passion Fruit am vergangenen Wochenende ist nur das aktuellste Beispiel einer ganzen Reihe von Flugzeugunglücken in den vergangenen 40 Jahren, bei denen bekannte Zeitgenossen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Showbiz ums Leben kamen. Bereits Anfang der 60er Jahre kommt beim Absturz einer viersitzigen Chartermaschine am 3.2.1959 eine ganze Musikergarde ums Leben. Die Rockstars Buddy Holly, Richie Valens und The Big Bopper Giles Richardson sowie der Pilot sterben. Die Maschine war auf dem Weg von Mason City in Iowa nach Fargo, North Dakota, kurz nach dem Start in einem Schneesturm verunglückt. Auf dem Flug nach Dallas stürzte am 31.12.85 eine Douglas DC-3 in der Nähe des texikanischen Orts DeKalb ab und reißt den Rock- und Country-Sänger Ricky Nelson in den Tod. Mit dem 45-Jährigen sterben weitere 6 Menschen. Im Oktober 1997 stürzt der populäre Country-Sänger John Denver mit einem von ihm gesteuerten zweisitzigen Ultraleichtflugzeug in die Bucht von Monterey in Kalifornien. Der 53-Jährige soll mit fast leerem Tank gestartet sein. Die Fluglizenz war dem US-Sänger, der mit dem Lied Take Me Home Country Roads weltberühmt wurde, wegen Alkoholproblemen im Juni 96 einmal entzogen worden. Im August 1999 kommt ein weiteres Mitglied des Kennedy-Clans auf tragische Art und Weise ums Leben. John F. Kennedy Jr. stürzt im Alter von 38 Jahren als unerfahrener Pilot in der Dunkelheit mit einer Privatmaschine ab und riss seine Frau Carolyn sowie Schwägerin Lorraine Bessette mit ins Verderben. In letzter Zeit häufen sich vor allem Unglücke, bei denen junge Musiker ums Leben kamen. Erst vor wenigen Monaten starb US-Soulstar Aaliyah bei einem Unfall in einer zweimotorigen Cessna. Das Flugzeug war am 25. August diesen Jahres vollbeladen. Auf dem Rückflug von einem Videodreh auf der Bahamas-Insel Abaco mit insgesamt 9 Personen an Bord zerschellt. Nicole und ich, wir hatten das Vergnügen, mit den Mädels von Passion Fruit im Sommer 2000 sie zu interviewen und aus gegebenem Anlass das Interview hier nochmal. Nightlife live erleben. So wirbt das Clivers Entertainment Factory für sich. Und live erleben konnten wir auch Passion Fruit in besagten Kleibers in Eschweiler. Wir hatten die Gelegenheit, die Mädels zu einem Interview zu treffen. Erst einmal, wo kommen die Mädels denn überhaupt her? I'm from Spain, but I live in Germany. I'm Natalie, I'm from Holland, from Amsterdam. Okay. And I'm from Holland also. Okay. Maria, sie ist aus Spanien, Natalie und Deborah, sie kommen beide aus Holland. Ihre aktuelle Single heißt Sun Fun Baby und meine Frage ist, wo das Video gedreht wurde. Las Vegas, yeah. Im Video zu Sun Fun Baby sind auch einige knackige Kerle zu sehen, die Mädels im Kleibers leider vermisst haben. Meine Frage an die Früchtchen, wo sie denn die Jungs gelassen haben? We don't take them, we only use them. We use them for the video clip. They were from, they were bring them with us. Okay. Sehr selbstbewusst haben sie geantwortet, dass sie mit den Jungs natürlich nur spielen. Wir wollten noch von Maria, Natalie und Deborah wissen, wo die Passion Fruit Besatzung vom letzten Jahr geblieben ist. Denn letztes Jahr beim Rigging Dong Song waren es andere Mädels und sogar ein Tänzer war dabei. Because they went on the solo project. They split. They didn't want to go on anymore with the project. Yeah, and they were looking for new singers and dancers. Yeah, and they showed us. Maria hat uns verraten, dass die alte Passion Fruit Crew mittlerweile Solo-Projekte starten möchte und dass das Produzententeam halt nach neuen Sängern und Tänzern Ausschau gehalten hat. Außerdem kribbelte uns die Frage unter den Nägeln, was Maria, Deborah und Natalie vor Passion Fruit gemacht haben. Well, I'm a trained nurse, Krankenschwester, and I worked as a booker in a model agency. Yeah, and I did always like studio singing work and a studio as background singer. I was modeling for 7 years and I was also a dancer. And what made you before Passion Fruit? I was a model and a dancer also.
Maria sagt, sie war Krankenschwester, weiterhin hat sie in einer Modelagentur gejobbt und auch schon als Backgroundsängerin gearbeitet. Natalie und Debbie, sie waren beide 7 Jahre lang Model und haben auch schon als Tänzerin gearbeitet. Wie es mit einer neuen Single aussieht, das verrät uns Maria. Let's go crazy. We don't know yet. Yeah, but think about crazy was a good track. You like that? Yeah, that's okay. Okay, then that's gonna be the next one. No, we don't know. Yeah. We are definitely gonna have the Christmas number. Yeah, that's not sure. But okay. We don't know if there's gonna be another one before the Christmas number. Yeah, maybe. Was aus dem Album Spanglish Love Affairs ausgekoppelt wird, steht definitiv noch nicht fest. Fest steht nur, dass es um Weihnachten eine Christmas-Single geben soll. Genau, und die heißt I'm Dreaming of a Winter Wonderland und steht seit gestern in den CD-Regalen. Jetzt aber nochmal ein Medley mit den größten Hits von Passionfruit. Nightlife Spezial mit Melanie Thornton und Passionfruit. Jetzt nochmal einige Informationen zum Unfallhergang. Es war kurz nach 22 Uhr gestern Abend, als die Rettungskräfte alarmiert wurden. Fest steht, der vierstrahlige Avrojet flog im Landeanflug zu früh, zu tief. 2 Kilometer vor der Piste streift die Maschine die Baumwipfel und gerät außer Kontrolle. Melanie Thornton, 34, Popstar und Ex-Leadsängerin der Formation La Bouche. Gestern noch war sie in Leipzig aufgetreten. Am Rande des Konzerts gab sie ein geradezu prophetisches Interview. Ein Kernsatz lautete: Wir wissen alle nicht, ob wir morgen noch erleben. Und noch einen weiteren Verlust hat die Popwelt zu betrauern. Passionfruit. Bekannt wurden die 3 Sängerinnen durch den Wigger Ding Dong Song. Nur die dunkelhäutige Debbie St. Martin überlebt mit Verbrennungen. Über das Verhalten der Behörden empört sich der Manager. 10:30 kam ein Taxifahrer in die Halle, in die Empfangshalle und sagte uns, dass ein Flugzeug abgestürzt wäre. Natürlich nicht, dass es genau unseres wäre, sondern einfach, dass ein Flugzeug abgestürzt ist. Und als wir dann natürlich wieder auf den Bildschirm hochschauten, war der einzige Flug, der noch offen war, dieser, auf den wir gewartet haben. Und da wurde uns ziemlich schnell klar, dass kein Spaß mehr ist. Und dann mussten wir uns halt selber eigentlich durchfragen, was jetzt genau passiert ist. Tja, ein tragischer Absturz. Er kostete Melanie Thornton das Leben. Und wir haben es schon gehört, sie war schließlich Sängerin bei La Bouche und deshalb wollen wir ihr auch unseren Dance-Klassiker widmen. Hier kommt jetzt also der große Hit aus dem Jahre 1995 von La Bouche, Be My Lover. Der Nightlife-Dance-Klassiker. Melanie Thornton, damals noch Frontfrau von La Bouche, Be My Lover, unser Dance-Klassiker aus dem Jahr 1995. Melanie Thornton, sie hatte schon als kleines Mädchen im US-Bundesstaat South Carolina ihre Liebe zur Musik entdeckt. Bereits mit 11 Jahren nahm sie privaten Gesangsunterricht. Ob im Kirchenchor oder in zahlreichen Schulmusicals, immer ging mir eine Melodie durch den Kopf. Ich wollte immer Musik und alles hatte mit Musik zu tun. Während ihrer College-Zeit hielt sich die Sängerin durch Preisgelder von Talentshows und Auftritten mit verschiedenen Coverbands über Wasser. Für ihre Karriere als Popstar packte sie selbstbewusst ihre Träume und ihre letzten $15 in einen Koffer und flog im Februar 1992 zu ihrer Schwester nach München. Melanies eigentliche Karriere begann dann auf einer Münchner Karaoke-Bühne. Vor etwa 10 Jahren bin ich in Deutschland angekommen und habe als erstes bei einer Karaoke-Show im Münchner Nachtcafé mitgemacht. So Melanie Thornton. Es waren ziemlich viele Leute da, vor allem viele gute Sänger. Ich habe Whitney Houstons How Will I Know gedrungen. Ich hatte mein rotes Kleid und die roten Schuhe an. Ich wollte gut aussehen. Und das Publikum war begeistert. Das war toll. Von da an hatte ich viele Kontakte zu lokalen Bands und Produzenten und von da an ging es richtig los. Erfolgsproduzent Frank Farian wurde auf die US-Sängerin aufmerksam und formte Mitte der 90er Jahre die Dance-Formation La Bouche. Zusammen mit Rapper Lane McGray hatte Thornton Hits wie Three Dreams oder auch eben gehört Be My Lover und verkaufte weltweit mehr als 10 Millionen Platten. In 15 Ländern wurde die La Bouche-Alben mit Gold und Platin ausgezeichnet, aber nach 6 Jahren war es genug für Melanie Thornton und sie entschied sich, eine Solo-Karriere zu starten. Im vergangenen Jahr startete sie dann erfolgreich diese Karriere. Ihre Single-Hits Love How You Love Me und Heartbeat, sie avancierten zu Ohrwürmern und mit ihrem Debütalbum schaffte Melanie es auf Anhieb in die Top 20 der Charts. Grund genug für uns, ihr den Flotten Dreier zu widmen. Und jetzt wieder der Flotte Dreier vor 10. 3 Hits von einem Künstler. Wir haben den Ohrwurm Love How You Love Me von Melanie Thornton. Davor ihren Hit Heartbeat. Und los geht es mit dem Song aus der Getränkewerbung. Und die Firma hat sich dazu entschlossen, nach Rücksprache mit der Familie halt diese Kampagne weiter durchzuziehen. Das war unser Nightlife Special. Ich bin Stefan Falkenberg. Und ich bin Nicole Glahn. Und jetzt Wonderful Dreams mit Melanie Thornton. Bis nächsten Dienstag. Bis dann. Tschüss.